Mailand, Madrid oder München. Du bist viel unterwegs, egal ob im Urlaub oder im Alltag. Zu Hause trifft man dich nur selten an. Eher weit, weit weg? Dann habe ich heute das perfekte Thema für dich, der Schutzbrief. Ciao, grüezi, salü und herzlich willkommen. Ich bin Tim, dein Versicherungscoach. Was ist der Schutzbrief und welche Leistungen sind beim Schutzbrief enthalten? Das erfährst du jetzt. Wenn du am Ende dazu noch Fragen hast oder gerne noch zusätzliche Info hättest, schreib mir in die Kommentare und lass mir gerne auch ein Like, ein Mi Piace oder ein Me Gusta da. Der Schutzbrief. So sieht er eigentlich nicht aus, sondern viel weniger aufregend. Aber er schützt dich vor Aufregung. Und zwar, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist und dein Fahrzeug mal nicht so möchte, wie du willst. Stell dir vor, du bist gerade nach Mailand oder Madrid aufgebrochen. Kaum bist du 50 Kilometer von zu Hause entfernt, geht der Motor plötzlich aus und leider auch nicht wieder an. Sehr ärgerlich, statt Urlaubsentspannung jetzt also Stress mit dem Auto. Und in einem Automobilclub bist du auch nicht. Macht aber alles gar nichts, weil du stolzer Besitzer eines Schutzbriefes bist. Den hast du bei deiner Kfz-Versicherung gleich mit abgeschlossen, vorausschauend wie du bist. Deswegen rufst du jetzt die sogenannte Silberne Flotte. Das ist der Pannenhilfsdienst der Versicherer. Die bieten so etwas nämlich genauso an wie die Automobilclubs. Dieser Pannenhilfsdienst leistet nicht nur dir Hilfe, sondern jährlich auch tausenden anderen Autofahrern. Du kannst also völlig entspannt bleiben, dir wird geholfen werden. Im Idealfall macht der Pannendienst dein Auto gleich wieder flott, ohne dass dir Kosten entstehen, dank des Schutzbriefes. Die Kosten für Reparaturen durch den Pannendienst und kleinere Ersatzteile übernimmt nämlich deine Versicherung. Dein Auto kann nicht sofort wieder fahrtüchtig gemacht werden und muss abgeschleppt werden. Auch das zahlst du nicht, sondern deine Versicherung. Sagen wir mal, du bist nicht erst 50, sondern schon 950 Kilometer weit gekommen. Du kannst das Meer fast schon riechen. Riechst aber stattdessen Qualm aus dem Motorraum. Selbst jetzt kannst du völlig entspannt bleiben, egal ob du schon in Schweden oder in Spanien bist. Der Schutzbrief gilt in der Regel in ganz Europa und allen Staaten, die zur EU gehören. Also zum Beispiel auch auf den Kanaren. Hut ab, wenn du bis dahin mit dem Auto fährst. Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist gar nicht mit deinem Auto unterwegs, sondern mit dem Auto eines Freundes. In Mailand, Madrid, Malmö oder auch Mönchengladbach. Anders als der Freund mag dich das Auto aber nicht so gerne und beschließt zu streiken. Schon wieder kein Grund, sich die Stimmung vermiesen zu lassen. Dein Freund ist nämlich genauso vorausschauend wie du und hat auch einen Schutzbrief über seine Kfz-Versicherung abgeschlossen. Der ist an das Fahrzeug gebunden, das heißt, jeder, der mit dem Fahrzeug unterwegs ist, kann die Leistung des Schutzbriefs in Anspruch nehmen. Also auch du, und wieder entstehen für dich keinerlei Kosten. Kann dein Auto auf die Schnelle nicht wieder in Gang gesetzt werden, erreichst du dein Ziel trotzdem. Denn die Versicherung zahlt dir im Regelfall auch die Weiterfahrt zum Zielort, zum Beispiel per Zug, Taxi oder Flugzeug. Wahlweise kannst du aber auch den Heimweg antreten, das zahlt deine Versicherung natürlich auch. Nach Hause zieht es dich jetzt aber nicht so wirklich. Also entscheidest du dich, vor Ort abzuwarten, bis dein Auto repariert ist. Das dauert zum Beispiel 2 Tage. Die Übernachtungskosten werden dir dann bis zu einer bestimmten Höhe von deiner Versicherung erstattet. Du bist mal ohne Auto aufgebrochen, zum Wandern zum Beispiel in die österreichischen Alpen. Die Höhenluft bekommt dir allerdings nicht so gut oder wird es schmerzhaften Kontakt mit einem Felsen. Auf jeden Fall musst du aus medizinischen Gründen nach Deutschland zurückgebracht werden. Oft sind auch solche Leistungen bei einem Kfz-Schutzbrief enthalten. Er hilft dir also auch, wenn du ohne Auto unterwegs bist. Allerdings sind diese Leistungen meistens begrenzt und deshalb solltest du bei Auslandsreisen lieber eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Nicht nur deine Rückholung im Krankheitsfall ist übrigens abgedeckt, sondern zum Beispiel auch die von Kindern. Und sogar Bestattungskosten im Ausland werden bezahlt. Aber auch wenn die österreichischen Alpen zum Sterben schön sind, solltest du diese Leistung vielleicht lieber nicht in Anspruch nehmen. Das war ein Einblick von mir, was so ein Schutzbrief alles leisten kann. Welche Services es noch gibt, erfährst du auf www.hook24.de. So viele Leistungen, bleibt da überhaupt noch Geld für deinen Urlaub übrig? Erfreulicherweise ja, denn so ein Schutzbrief, den gibt's oft schon ab 10 Euro im Jahr. Jetzt waren wir ganz schön unterwegs, im Urlaub und im Alltag. Wenn du das auch bist, egal ob in Deutschland oder im Ausland, dann solltest du mal über einen Schutzbrief nachdenken. Wie bereits erwähnt, wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie mir in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören, egal wo du gerade unterwegs bist. Bis bald, dein Tim.